Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne die rötliche Saugbarbe näher bringen. Die gehört zur Art der Gattung Gara. Die Überfamilie ist eine Karpfenfisch-ähnliches Geschöpf. Karpfen, aber dieses fischliche Geschöpf, die rötliche Saugbarbe, ist nicht zum Speisen da. Oder nicht mehr, sagen wir es mal so. Sie ist auch viel zu klein, sie könnte nur als Snack daherkommen. Die rötliche Saugbarbe, auch genannt Kangalfisch oder Knabberfisch. Kangalfisch hört sich irgendwie besser an, oder? Knabberfisch ist auch süß. Warum heißen sie so? Das sehen wir doch schon. Wir strecken unsere Gliedmaßen in das Wasser der rötlichen Saugbarbe und schon fangen sie an uns rumzuknabbern. Im Englischen wird er Doktorfisch genannt. Er ist bis zu 14 cm groß. Es ist ein Schwarmfisch, wie unschwer zu erkennen ist, aus der Familie der Karpfenfische, wie ich schon sagte. Charakteristisch ist eine rötliche Färbung der Schwanzflosse. Sie lebt in Bodennähe fließender Süßgewässer im Bereich des fruchtbaren Halbmondes. Die rötliche Saugbarbe kommt in manchen fließenden Süßgewässern in Jordan, im Orontes, im Euphrat-Tigris-System sowie in einigen Küsten Flüssen Nordsyriens und der südlichen Türkei vor. Die momentan gezeigten Fische sind aus der südlichen Türkei. Bekannt wurde vor allem eine Population aus der Region Kangal in der Türkei, wie ich bereits sagte, wonach sie auch benannt werden. In Kangal leben sie natürlicherweise in durchschnittlich 35 Grad Celsius warmen, sehr nährstoffarmen Gewässern. Das sind zum Beispiel Thermalquellen. Das Wasser des Tigrisflusses im Südosten der Türkei ist reich an Schwermetallen mit besonders hohen Konzentrationen an diversen CO, CUNI, PBV und ZN, also zum Beispiel Zink etc., Flussdimenten. Auch die dort gefundenen Fische hatten erhöhte Werte hinsichtlich anderer Spurenelemente. Die Belastung kann geochemischen Ursprungs sein. Sie könnten aber auch von Ergani-Kupferhütten entstanden sein. Naja, aber sie knabbern ja auch nur an unseren schönen Füßen rum und wir werden sie ja nicht mehr futtern. Da sie disjunkt vorkommen, treten die rötlichen Saugbarben entsprechend genetisch differenziert auf. Der diploide Chromosomensatz beträgt 2n gleich 44. Sehr interessant für die Genetiker hier. Wie ihr seht, kann man sehr gut Pediküre und auch Maniküre mit diesen wundervollen kleinen Kerlchens und Kerlis durchführen, weil sie nehmen euch den Schorf von den Gliedmaßen. Das kribbelt ein bisschen, es kitzelt aber eigentlich nicht. Also nee, ich kann nicht bestätigen, dass es gekitzelt hat, diese Fische an den Füßen knabbern zu lassen. Danach fühlt sich eure Haut wieder richtig zart an und vor allen Dingen, die Kangalfische haben extra Proteine zu sich genommen, was ihre Muckis ja stärkt. Das Verhalten der Fische unter den natürlichen nährstoffarmen Bedingungen weiden die Fische des Pyrifton ab. Das ist der Aufwuchs aus kleinen grünen Algen an Steinen und Pflanzen. Ohne Scheu schwimmen zum Beispiel auf Menschen zu und knabbern die aufgeweichte obere Hautschicht ab, wie man das auch gut hier kennt. Mitunter wird von Versuchspersonen dieser Vorgang auch als Anstupsen der betroffenen Hautstellen beschrieben. Hierbei lösen sich Hauptpartikel und werden von den Fischen gemampft. Auffallend sind die zahlreich über die Fische verteilten Geschmacksknospen an Lippenseiten, Bauchseiten, Stirnbereichen, Kiemendeckel und allen Flossen. Besonders dicht an Lippen, Stirnbereich, Pektoralen und Analflossen. Ihnen wird eine bedeutsame Rolle bei der Nahrungssuche zugeordnet. Das heißt, die Fische finden euch durch spezielle Geschmacksknospen. Die rötliche Saugbarbe wird alternativmedizinisch in der sogenannten Ichthyotherapie. Also, das heißt, Fisch
In Griechisch dienen bedeutet Dienstleistung, Pflege der Kranken etc. Der Schuppenflechte eingesetzt. Also das heißt, wenn ihr Schuppenflechte haben solltet, dann sind diese Freunde genau das Richtige für euch. Danach fühlt ihr euch viel besser. Die Behandlung findet durch Exponieren der betroffenen Hautstellen, also Auspacken, in einem Becken mit ca. 150 Fischen pro Patient statt. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele es hier sind, aber es ist schon eine Menge. Eine Pilotstudie ohne Kontrollgruppen veröffentlichte in Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ließ die Autoren Grassberry und Hoch 2006 zu dem Schluss kommen, dass Ichthyrotherapie in Kombination mit einer kurzzeitigen UVA-Bestrahlung eine Therapieoption für Patienten mit Schuppenflechte sein könnte. Also, ich würde sagen, es ist sogar so, weil es ist ja logisch. Ihr habt Schorf auf der Haut und die Freunde nehmen diesen Schorf auf, er ist einfach weg und dadurch kann eure Haut auch wieder besser genesen darunter. Als wahrscheinliche Wirkungsmechanismus sehen die Autoren das Abtragen der hyperkeratotiven Plaques durch die eingesetzten Fische. Daneben werden die angewandte UVA-Bestrahlung und psychologische Mechanismen diskutiert. Also, ja, es ist jetzt nicht wissenschaftlich super fundiert, dass es funktioniert, aber glaubt einfach, es ist gar nicht so teuer, mal ein paar Sitzungen zu schieben und entscheidet danach einfach selber, ob es euch gefallen hat, ob es eurer Haut gut getan hat und so. Ja, und guckt euch den Haufen an. Die Jungs haben richtig Hunger hier. Die Fische werden auch so kosmetischen Zwecken in der Fußpflege eingesetzt. Das ist dann die Fischpediküre. Berichte über medizinische Erfolge des rötlichen Saugbarbe und über verjüngende und hautreinigende Funktionen des Knapperns haben zu einem Boom des Handels mit kleinen Karpfenfischen geführt. Man kann sie inzwischen in Deutschland, Österreich und der Schweiz kaufen oder auch mieten. Dort sind sie als Kangalfische oder Knabberfische bekannt. Andernfalls kann man die Thermen oder Bäder mit eigenen Bestandkuren buchen. In der Türkei sollen Krankenkassen Zuzahlungen zu Behandlungen in Heimatgebieten der Fische gewähren. Also hin zu den Fischen. Versucht es, probiert es, es wird euch helfen. Sucht einfach ein Knabberfisch-Spa auf, wie zum Beispiel Happy Fish, Monschau als Beispiel. Lasst euch dort von den Knabbernfischen verwöhnen und entspannt dabei bei wundervoller Atmosphäre, bei angenehmen Klängen. Es ist wohltuend für Körper, Geist und Seele. Samtweich, schöne Füße und eine bessere Durchblutung. Es ist Bio-Peeling pur. Die kleinen Freunde, Gararufa, Kangalfisch, rötliche Saugbarbe, Doktorfisch genannt. Sie kommen aus der Nordtürkei oder halt Syrien. Ja, das ist sehr angenehm. Ihr könnt auch mit euren Freunden oder Freundinnen dort eine Sitzung halten und dabei einfach Spaß haben. Ja, es gibt mehrere Varianten, denn die Fische, die machen ihren Job unter Wasser. Und was ihr über Wasser macht, das ist euch überlassen. Nur bedenkt bitte, dass ihr immer vorher 24 Stunden vor der Behandlung keine Pflege- oder Enthaarungscremes anwendet. Das Bioklima des Beckens wird dadurch auf Dauer gestört und die Fische könnten krank werden oder sogar sterben davon. Also ihr habt auch selber eine Kompetenz zu leisten, keine Pflegeprodukte, keine Peelings, keine Chemiesachen an eure Füße oder Hände zu setzen, wenn ihr diese Fische knabbern lassen wollt. Die Füße dürfen oder Hände dürfen keine offenen oder verkrusteten Wunden haben. Also ihr solltet schon wundenfrei in die Behandlung gehen, außer ihr habt natürlich Schuppenflechte, das ist was anderes. Bei Fuß- oder Nagelpilz ist wegen der Ansteckungsgefahr die Behandlung leider nicht möglich. Also kontrolliert bitte euren Körper vorher, ob ihr eine dieser Sachen mit rumschleppt, ansonsten würdet ihr den Fischen keine Freude machen. Bei Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen,
sollten Sie vor der Behandlung zuerst eventuell mit einem Arzt sprechen. Bei ansteckenden Krankheiten ist auch eine Möglichkeit der Behandlung nicht da. Denn es gibt ja schon, ihr packt eure Füße in das Becken hinein und auch andere Menschen wollen ja danach in das Becken eventuell. Und man kann ja nicht jedes Mal den kompletten Bestand der Fische killen. Das wäre wirklich nicht schön. Also seid ehrlich, schaut vorher, ob ihr ansteckende Krankheiten habt. Virale Infektion zum Beispiel. Eine fischspezifische Birnar-Virus, das bekannt wurde, kann den Menschen nicht infizieren. Also wenn die Fische krank sind, dann wird da keine große Übertragung sein. Humane RNA-Viren können im Fisch jedoch einige Minuten überdauern und kurzfristig auf andere Patienten übertragen werden. Das heißt also, wenn jetzt wirklich ein Mensch mit einer ansteckenden Krankheit vorher drin war in dem Becken und ihr setzt euch danach direkt dahin, könnte es zur Übertragung kommen. Deshalb immer den Anwender vorher fragen, waren die Fische in Quarantäne vorher, wurden sie auch gut gepflegt und dann sollte kein großes Risiko dort übrig bleiben. Ich weiß nicht, aber der ganze Hype über die bakterielle und virale Übertragung etc. Leben ist halt nicht immer ganz einfach, oder? Aber wenn sozusagen die Fische in Quarantäne waren, bevor der nächste Gast hineintaucht, oder wenn die Fische einen absolut quirligen und gesunden Eindruck machen. Und überlegt doch mal, Leute, packt ihr nicht eure Füße auch ins Meer oder in den Baggersee zwischendurch? Ich denke mal, da ist die Wahrscheinlichkeit in der Übertragung doch viel höher als in so einem Becken des Knabberfisches. Also ich, für mich selber, sehe da nicht so hohe Ansprüche der Übertragung. Man sollte es da trotzdem aber wissen, dass die Möglichkeit bestehen tut. Aber wenn ihr darauf achtet und einen seriösen Spa aufsucht, dann sollte euch nichts geschehen. Es sollte aber euren Komfort, eure Entspannung und eure Pflege der Füße oder der Hände einen sehr guten Dienst tun. Achtet nur darauf, die Füße vorher nicht 24 Stunden lang zu behandeln. Das gleiche mit den Fingern auch, mit den Händen. Und dann steht einer Pediküre, Maniküre mit den besagten Kangalfischen nichts mehr im Wege. Es ist entspannend, es ist angenehm, es ist so ein bisschen relaxed. Ihr könnt dort sogar Yoga betreiben. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!